Willkommen zu meiner bereits 10. Folge Netzplay Imperialism. Wir haben bereits das Jahr 1827. Unseren ersten Krieg haben wir hinter uns. Dieser Krieg hat dazu geführt, dass wir diplomatisch ein wenig isoliert dastehen. Leider. Wir hoffen einfach, dass die anderen Länder auch irgendwann mal Krieg führen und sich auf ähnliche Wege begeben, nämlich auf Isolationswege. Allerdings muss ich auch sagen, wir haben ein relativ gut ausgebautes Land mittlerweile. Zumindest Holz haben wir derzeit überhaupt kein Problem in großen Mengen zu organisieren. Genau das gleiche gilt fürs Essen und für die Kohle. Mit der Wolle sind wir derzeit gerade mal so in Ordnung. Also es geht gerade noch mal so. Das einzige Problem, das wir wahrscheinlich in nächster Zeit haben werden, ist Erz. Das ist auch der Grund, warum wir beim Erz versuchen werden, in nächster Zeit einfach auf Vorrat zu kaufen am Markt. Nicht, dass das was bringen würde, weil uns verkauft ja keiner was, aber naja, versuchen kann man es ja. Ja, Transportkapazität werden wir auch versuchen auszubauen, immer weiter. Und genauso unsere Arbeiter ausbilden. Wir haben derzeit 15 Arbeiter in der Stadt, davon 4 Meister und 11 Ausgebildete, keine Unausgebildeten. Die Unausgebildeten sind ein bisschen eine Vorgabe. Die Meister haben halt den Vorteil, sie haben 4 Arbeitskraft im Gegensatz zu 2. Aber sie kosten halt doch relativ viel. Allerdings muss man dazu sagen, vor allem solange unsere Transportkapazitäten nicht besonders hoch sind, nehme ich doch ganz gerne die Meister, weil dann müssen wir nicht allzu viel Essen in die Hauptstadt transportieren. Ja, zum Verkaufen, wir verkaufen Tools und Stoffe habe ich jetzt auch angeboten. Und wir kaufen. Wir haben, glaube ich, genau, das haben wir nochmal erhöht. Das heißt, wir brauchen derzeit Holz. Wir haben zwar genug Holz, aber zu wenig Transportkapazität für das Holz. Das heißt, wir wollen Holz auch kaufen. Stimmt. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch unsere Handelsmarine etwas aufbauen, weil das letzte Mal haben wir unsere Schiffe modernisiert. Wir haben hier jetzt den Paddle Wheeler, der kann 8 Cargo transportieren und der Riesenvorteil von dem Drum ist, es braucht keine Stoffe, sondern Kohle und Kohle haben wir derzeit mehr als genug. Das Einzige, was wir zusätzlich noch brauchen, wäre Holz, aber schon allein deswegen haben wir ja unsere Holzproduktion etwas angekurbelt. Also Bretter, so. Wir werden wahrscheinlich so ein Handelsschiff werden wir uns wahrscheinlich zulegen. Die sind zwar nicht besonders schnell und in einem Krieg sind sie wahrscheinlich ziemlich sinnlos, weil sie leicht abgefangen werden können. Aber zum Transportieren in andere Länder sind die einfach perfekt. Möglicherweise werden wir uns auch als Kriegsschiff so einen Raider zulegen, einen oder zwei. Die sind zwar nicht so stark wie die Ships of the Line, aber auch hier gilt. Ah, okay, warte mal. Sie brauchen etwas weniger Holz. Und Holz ist derzeit das maßgebliche Problem bei all diesem Zeug. Ja, wir werden dann vielleicht als nächstes die Clothing Factory aufbauen auch, damit wir 2 Gewand pro Jahr herstellen können. Und dann als nächstes vielleicht auch die Furniture Factory. Wobei, wie schon gesagt, bei der Furniture Factory will ich eher warten, weil ich brauche diese Bretter auch für anderes Zeug. Während Stoff brauche ich eigentlich nicht wirklich für anderes Zeug. Das heißt, bei Stoff ist es ganz gut, wenn wir bald Kleidung haben. Na gut. Ja, wie schon gesagt, es gibt verschiedene Leute, die uns mögen und auch nicht mögen. Ich habe jetzt Deneb noch eine Allianzanfrage geschickt. Ich hätte ganz gerne einen zweiten Alliierten einfach.
Ah, wo dann? Auch noch eine Trading Subsidy. So, Herrschaften, nächste Runde. Kessel bietet uns zwei Timber an. Wir haben ein Konsulat, das ist gut. Und Kessel ist der einzige, der uns anbietet. Das heißt, wir werden es auch nehmen. Oh. Keiner hat uns Eisen angeboten, ist eh klar. Naja, gut, aber dadurch haben wir wenigstens jede Runde ein Plus an Geld. Wir brauchen das Geld sowieso auch. Denen will auch keiner Dings. Super. Ordun ist short on horses. Tja, apropos Horses, das sollten wir vielleicht auch irgendwann mal schauen, dass wir das ausbilden. Wir haben, ah, da wollten wir ja sowieso einen, da machen wir sowieso ein Depot, dann haben wir auch eigene Horses. Sehr gut. So, schauen wir mal die Transportsachen. Wir transportieren noch mehr Bäume in die Hauptstadt. Wir brauchen noch mehr von denen. Ja, will ich eh tun. Ich brauche so viel Zeug und schaffe es nicht. Sollte man nochmal ausbauen? Nein, wir sollten uns die Bretter aufheben. Wir brauchen die Bretter wofür eigentlich? Gute Frage. Dafür zum Beispiel. Oh, das kostet nur zwei. Das machen wir doch glatt. Das ist urbillig. So, wollen wir da noch einen ausbilden? Jo, das machen wir. Noch mehr Bretter. Wir brauchen mehr Bretter. Ja, 4 Stahl pro Runde, das ist okay. Das ist genau das, was wir brauchen. Gut, wir haben da 2 und 2. Das heißt, wir werden da auch eins verkaufen. Stoff kauft definitiv niemand am Weltmarkt. Das ist natürlich ärgerlich. Na gut, ja, Diplomatie brauchen wir uns echt nicht anschauen. Ach so, wir sind ja noch gar nicht durch mit den Leuten. So, ich glaube, wir haben jetzt alle, ja, alle Minen, die wir haben, verbessert. Das heißt, du kannst wieder warten, bis wir die nächste Forschung haben oder irgendwas Neues gefunden haben. Du machst da weiter mit Holzfällen. Und nächste Runde. Ach weh. Wir verkaufen Kleidung und Furniture immerhin. Das heißt, wir machen einen Haufen Geld. Aber wir können nichts kaufen. Das ist sehr ärgerlich. Tor, das kennen wir schon alles. Interessant ist es nicht. Gut, wir haben da ein Depot und können hier weiterbauen. Und wir verbinden Lock City, die ehemalige Hauptstadt. So, dann bauen wir da, weil ich möchte hier dann noch irgendwann mal ein Depot bauen. Dann haben wir mit Essen mehr als genug. Und da oben können wir auch noch mal ein Depot, oder da können wir auch noch ein Depot bauen. Da ist noch einmal ein Haufen Holz. Und da sollten wir ein Depot, wir können eh überall mittlerweile Depots bauen. Das ist ziemlich cool. Wir können weit mehr Sachen produzieren, als wir nach Hause transportieren können. Wie schon gesagt, Hauptproblem ist eher der Transport. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen in Transport wieder investieren.
So, wofür haben wir jetzt gesagt, brauchen wir das Holz? Und das auszubauen, das haben wir. Gut, wir können zwei produzieren. Jetzt. Dann da was weitermachen. Kriegsschiffe. Genau, wir könnten da diesen Paddle Wheeler bauen. Weil, soweit ich weiß, wenn neue Technologien erforscht werden, verschwinden dann verschiedene Schiffe und die werden dann einfach ausgemerzt, diese Schiffe. Was natürlich ein gewisses Problem darstellt. Wenn wir das da bauen. Und dann werden wir hier von den Tools weggehen und zu den Waffen hingehen. So, wir haben eh noch zu wenig Papier. Gut, und du brauchst 6 und 1. Sehr gut. Das heißt, es bleiben derzeit 4 Holz pro Jahr übrig, pro Jahreszeit übrig. Wir könnten da eigentlich jetzt zwei verkaufen, weil wir produzieren ja zwei im Jahr. Ah, gib das weg, das kauft dir keiner. Diplomatie. Sollen wir uns das mal wieder anschauen, wie es den anderen oder wie die anderen beschaffen sind. Deneb hat gar keine Bündnisse. Die sollen mit mir ein Bündnis eingehen, diese Schwammern. Nee. Wahrscheinlich wollen sie deswegen kein Bündnis mit mir, weil sie mit Zim als Nachbarn haben, die mit mir verbündet sind. Na gut, Patagon, Haxako, die sind alle besser. Boah, die mögen sich schon, die zwei Großen. Und der liebt Pont. Ist das arg? Irgendwie mache ich was falsch. Tja. Soll sein, kann man nichts machen. Okay, wir verkaufen das Zeug, aber wir kriegen nichts zum Kaufen. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Bietet das keiner an? Schon, aber die bieten es halt nicht uns an. Das ist schon sehr ärgerlich. Also vor allem das mit dem Eisen ist unangenehm. Ach weh. Meine Verbündeten haben weder Eisen noch Holz. Wir haben einen Paddle Wheeler. Unsere Merchant Dings ist auf 16 gestiegen. Das bringt nur eigentlich relativ wenig, wenn man so will. Gut, wir können wieder eins mehr transportieren. Wir transportieren ein Holz mehr nach Hause. Wir brauchen noch mehr Transport für Holz. Strengthen the Navy. Werde ich machen, sobald ich das Geld dazu habe. So, jetzt geht uns das Holz natürlich wieder aus. Wir können noch einen Meister ausbilden. Das ist voll. Das ist auch voll mit Produktion. Dann
Produzieren wir noch eins. Boah, uns geht auch die Arbeitskraft langsam wieder aus. Wir können tatsächlich mehr produzieren. Wir könnten rein theoretisch mehr produzieren, als wir Arbeitskräfte haben. Ich will jetzt gar nicht da den Viehzüchter bauen. Der Viehzüchter, den bräuchte ich nämlich auch noch. Warum? Einfach deshalb, weil dann könnten wir die Schafgebiete aufbessern. Das heißt mehr Wolle. Wobei derzeit haben wir nicht vor, da was zu ändern. Ja, mehr Kohle sollten wir auch in die Hauptstadt transportieren. Dann können wir uns nämlich da diese Raider. Also wie schon gesagt, diesen Raider, das wäre schon sehr cool, oder? Wir könnten auch das da bauen. Warum eigentlich nicht? Das ist relativ stark, oder? Die sind aber relativ teuer, diese Dinger dann immer halt nämlich. Na gut. Soll sein. Okay. Das können wir so lassen. Vom Kessel kriegen wir zumindest Holz ab und zu. Burschen hat, glaube ich, gar nichts mehr für uns, leider. Ja, vor allem das Problem ist, die wirklich viel anbieten, sind sowieso nicht bei mir drinnen. Naja, ist okay, kann man nichts machen. Müssen wir einfach mit mehr eigenen Dings arbeiten. So, warte mal, wir könnten nach Lopez auch runterbauen. Dann haben wir Lopez auch verbunden oder nach Nicarauf. Ich habe irgendwo gehört, dass in Wüsten entsteht dann Erdöl und das brauchen wir auch. Das heißt, dieses Gebiet könnte irgendwann mal sogar wichtig werden, auch wenn es jetzt noch relativ irrelevant ist. Na, bauen wir mal nach Lopez runter. So, du hast das da verbunden. Da sind jetzt alle Städte verbunden. Oh, wenn da alle Städte verbunden sind und wir derzeit keine Dings brauchen, dann kannst du ja daher gehen und nach Ulica raufbauen. Da könnte man eigentlich da hinten auch vorbeifahren und das da auch noch anschließen. Diese Kohle hier, das machen wir auf jeden Fall. Und wir kriegen schon wieder nichts zum Kaufen. Aber immerhin kaufen meine Verbündeten von mir. Das ist auch gut. Cotton's King, the new fabrics of choice. Gut. Diese Leute sind bedient. Und ha, noch ein Baum. Jetzt haben wir 14, jetzt können wir 7. Wir brauchen mindestens 16, müssen wir hin transportieren können, damit wir die Fabrik vollkommen ausnutzen können. Your Excellency, the great power of Chem has a steel mill industry. Ja. Was auch immer. So, dann gehen wir da auf Papier wieder. Da brauchen wir noch mehr Transportwesen. Okay,
Tools können wir jetzt keine mehr verkaufen. Jetzt haben wir schon vier Waffen. Das heißt, das nächste Mal können wir uns dann schon das eine Kriegsschiff leisten. Wir verkaufen sehr gut, aber wir kaufen gar nichts. Nee, ich Pond. Wir könnten Pond natürlich mehr Subsidies geben. Wir könnten Pond 50% Subsidies geben. Spinning Jenny. Mill owners hail the new spinning Jenny, now in use at modern mills. Widespread use is expected to make large-scale cotton and wool farms profitable due to guaranteed demands from the efficient mills. Hey, mehr Baumwolle heißt das wohl. Wenn wir das kaufen. Allows farmers to improve cotton plantation to level 2. Rangers may improve wool farms to level 2. Das bringt ja sowohl da als auch dort was. Das ist ja cool. Das kaufen wir doch glatt. Wir haben eh genügend Geld. Geld ist derzeit nicht das Problem. Das war am Anfang das Problem. Jetzt haben wir das Problem, dass wir zu wenig Rohstoffe transportieren können. Das bedeutet, du gehst mal, du wartest mal diese Runde noch ab. Und nächste Runde dann gehst du dann zum ersten Baumwollfeld, das wir hier haben. Gut, 16, perfekt. Wir können die Bäume voll ausnutzen. Oh, zu wenig. Genau. Nächstes Mal werden wir noch einen aufrüsten. Und dann werden wir vielleicht auch einen Ranger mal bauen. Schauen wir mal. So, Holz brauchen wir jetzt keines mehr eigentlich. Eisen brauchen wir noch immer. Wir haben gesagt, wir könnten Pond. Subsidies im Wert von 50% geben. Vielleicht verkaufen sie uns dann Zeug, auch wenn sie uns nicht mögen. Ich will, dass Pont mich mag. Na gut. 5%. Okay. Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Wir sind noch nicht einmal. Oh, doch, wir sind weiter oben jetzt. Aber wir sind nicht Erste. Schade. Und bei den anderen haben wir keine Handelsposten. Dann müssten wir das zuerst einrichten, einen Handelsposten. So. Gut. Dann bauen wir hier die Farm aus. Haben wir gesagt. Da transportieren wir ein Kohlemeer rein. Und wir werden ein Pferd auch hier holen. Pferde sind auf jeden Fall nicht schlecht. Da ist Benzin.
Was ist das? Gold. Gems. Okay. Und was ist das? Steel. Okay. Steel und Hardware. Offensichtlich können wir das später dann auch nach Hause transportieren, wenn es in unseren Städten hergestellt wird. Also in den angeschlossenen Städten hier wird später dann auch eigene Industrie stattfinden. Gut, wir haben gesagt, einerseits werden wir hier noch einen ausbilden, andererseits werden wir uns jetzt noch einen Ranger leisten. Das können wir nicht, weil wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Dann werden wir uns einmal einen Typen kaufen, soll sein. Und noch ein so ein Dings machen. Nächste Runde. Oh, zu wenig Leute, zu wenig Leute. Gut. Wie ist das mit Schiffen? Können wir schon Schiffe bauen? Nein, wir haben zu wenig Kohle hier von dem. Aber das könnten wir uns leisten. Kauf mal ein Ship of the Line. So ein Kriegsschiff ist sicher nichts Schlechtes an und für sich. Gut. Wurscht. So, Herrschaften, unsere halbe Stunde für heute ist schon wieder vorbei. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Das nächste Mal, wenn es wieder heißt, lasst uns die Welt erobern mit Odustan, erfahren wir, ob dieses Kriegsschiff irgendwas bringt oder ob es einfach nur teuer ist. Wahrscheinlich ist es einfach nur teuer. Was ist denn das? Dunlap Sea, da ist ein Dings. Not sure, I guess somewhere around two ships of the line. Okay. Wow, two ships of the line. Und ich baue gerade erst mein erstes. Tja, das heißt, wir müssen die Sea of Moraga dann schützen. Vor so Typen wie Ordun. Port of Osnod. Interessant. Na gut. Gut, Herrschaften. Wie schon gesagt, bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.